Willkommen zu Let's Play Eador Genesis, die Kampagne Teil Nr. 64, wenn ich mich nicht irre. Wir sind immer noch dabei, den Feind zu bezwingen. Bedauerlicherweise hat sich herausgestellt, dass seine Verteidigungseinrichtungen wesentlich stärker sind, als wir das ursprünglich angenommen haben. Oder Korrektur, als ich das ursprünglich angenommen habe, muss ich zu meiner Schande zugeben. Das geht also wirklich gar nicht. So, wir können hier noch eine Windmühle bauen. Können wir noch irgendwo Truppen anwerben, wo es uns hilft, wo wir mit Gefahr rechnen müssen? Ja, hier zum Beispiel. Da kann man keinen Tribe anwenden, also kaufen wir diese Typen hier. Jetzt haben wir kaum noch Kristalle übrig. Das war natürlich nicht gerade die klügste aller Ideen, die wir je hatten. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir das Problem jetzt hier kriegen. Da ist das Loch immer noch. Ist immer noch das Problem. So. Was wir jetzt einfach mal versuchen können, ist, dass wir die wirklich stürmen und gucken, was dann passiert. Okay, jetzt weiß ich, was passiert. Das heißt, wir belagern sie besser noch eine Runde. Into the past. Tja, tja, tja. Schwierig, sehr schwierig. Sage ich euch, wie es ist schwierig. Wir kriegen hier nämlich kein richtiges Loch rein. Oder etwa doch? Nehmen wir mal an, wir stellen uns dahin und mit dem Rest stellen wir uns ein bisschen zurück. Dann begeben wir uns hier in den Wald und erschießen als allererstes den Halbling da oben. So, 10 Schaden tut weh. Tut weh. Tut sehr weh. Wir erschießen den nächsten Halbling. Wir heilen unseren Barbar. Okay. 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 Nicht okay. So, wir machen einen tänzelnden Schritt zurück. Heilen uns. Und erschießen den da. Jetzt fängt es langsam an, weh zu tun. Sehr schön. Sehr schön. Was macht der Rest vom Schützenfest? Das ist nicht nett, aber nicht unerwartet. Nicht nett, aber nicht unerwartet. Wir heilen. Wir schießen. Und jetzt denke ich, könnten wir langsam mal daran denken, vorzurücken. So. Das
war jetzt eine nicht absehbare Wendung der Ereignisse. Hat natürlich jetzt die Tendenz zum Inakzeptablen. Vor allen Dingen, weil wir es jetzt nicht mehr schaffen können, weil ohne den Heiler ziehen wir quasi nur noch Luft. Ja, genau. Dachte ich mir fast. Okay, geht also nicht. Battle is lost. Zurück. Wir bleiben also, wo wir sind. Wo gehen wir gerade hin? Nach da, okay. Könnte sich auch das hier schnappen, aber wir schnappen uns das. Wie viele Bogen sind das? 5. Ja, das Problem an diesen Bogenschützen ist, dass wir reichweitentechnisch unterlegen sind. So, wir haben wieder etwas Platz. Wir nehmen das größere Einkommen. Schauen wir, ob es aktuell Provinzen gibt, die noch etwas Verteidigung gebrauchen können. Hier ist eigentlich alles soweit friedlich. Hier werden wir mal eine Verteidigung bauen. Man weiß ja nie, wer gerade um die Ecke kommt. Und hier sieht alles recht verwindmühlt aus, was uns sehr freut. Aber hier könnten wir zum Beispiel eine... Nö, könnten wir nicht. Hier könnten wir eine Windmühle bauen. Für noch mehr Einkommen. Und es entwickelt sich ausgezeichnet, bis auf unseren Gem-Bestand. Der wird langsam traurig. 8 Halflings und Dwarfs. So, der kommt da hoch, der kommt hierher. Ansonsten stehen wir hier eigentlich fantastisch. Und fangen gleich mal an, den da vorne mit Blödsinn zu belegen. Und schauen mal, was die so machen. Den da oben können wir irgendwie nicht das Fürchten lehren, habe ich so den Eindruck. Dann lassen wir sie mal kommen. Der wirft weiter seine Steine, davon wird er sich auch schwerlich abhalten lassen. Das war böse, das war gar nicht nett. Du widerlicher. Widerlicher, was auch immer. Das bringt uns jetzt echt in die Bredouille. Sind wir vielleicht irgendwie in der Lage, diesen Vorlauten? Nein, natürlich nicht. Es ist schlimm. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Schon nichts beitragen können, dann schwächen wir wenigstens seine Kampfkraft so weit, dass es nicht katastrophale Ausmaße annimmt, wenn wir hier schon belästigt werden.
Da guckst her. Wir heilen unseren Freund hier. Sorgen mal dafür, dass das hier nicht katastrophal endet. So. Jetzt entwickelt es sich wieder etwas positiver für uns. Sehr schön, sehr schön. Es wird. Wir bekommen die Lage in den Griff. Man hätte es nicht glauben wollen. Doch es scheint so. Wir haben gesiegt. So. Wir nehmen die Verteidigung dagegen. Nicht, dass uns das viel helfen würde. Siege. They pay for this. Oh. Das ist schlecht. Das ist wirklich ganz furchtbar. Wir bauen hier eine Mühle, wir kaufen hier eine Verteidigung und dann können wir schon dieses Fair Wind können wir noch nicht. Das sind aber, glaube ich, auch nicht die richtigen, um dagegen anzugehen. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt, das sieht doch schon um Längen besser aus. So. Ohne eure Missgeburt von Verteidigungsturm seid ihr zwar immer noch die wahre Hölle, aber ihr seid zumindest nicht mehr ganz so gefährlich, wie ihr es früher wart. So. Wir geben uns eine Heilung und wir erledigen das Problem. Tut weh. Tut weh. Tut sehr weh, aber blockiert die Leute hinter dir. Tut sehr weh. Blockiert leider nicht niemand mehr hinter dir. Jetzt fängt es langsam an, echt schmerzhaft zu werden. Aber alles noch kein Thema. So. Jetzt schauen wir mal, was sie machen. Solange sie weiter auf den Haupthelden schießen, ist alles in Ordnung. Der müsste das lange genug aushalten. Sehr schön. Oh, ihr seid herrlich. Oh, ich liebe euch. Das ist nicht gut. Das lassen wir sofort bleiben.
Oh Mist. Immerhin, das Problem haben wir gelöst. Good News, Problem erledigt. So, er geht jetzt auch dahin, um neue Truppen zu kaufen. Und er macht das, was er schon vor einer Weile hätte tun sollen. Er repariert sich mal, was geht. Wir haben eine Menge Geld zur Verfügung. Wir könnten eigentlich mal versuchen, bessere Pfeile und einen besseren Bogen zu ergattern. Und wo wir schon dabei sind, Inspiration zu kaufen. Warum? Damit wir unsere Moral von unserem Heiler wieder etwas aufbessern können. Truppen können wir kaufen. Jetzt ist die schwierige Frage, wen kaufen wir? Ich denke, wir bleiben bei unseren bewährten Barbaren. Die haben uns sehr gute Dienste geleistet. Und mehr davon ist einfach gut. Außerdem, Geld haben wir gerade. Geld ist nicht unser Problem. Des Weiteren können wir mal gucken, ob wir hier sowas bauen können. Und unserem Haupthelden mal einen besseren Bogen zuschieben. Also es ist jetzt nicht die Welt, aber es wird helfen. Dann können wir das Zeug mal verkaufen, das wir aktuell nicht brauchen. Restoration. Nee, lass mal. Dann gehen wir als allererstes hier hin und holen uns das. Und er geht dahin. Und dann passt das. So, eine Runde Massaker wurde bestellt und eine Runde Massaker werden wir liefern. Und mit etwas Glück können wir sogar so kämpfen, dass wir uns dabei noch ein bisschen aufladen. Sehr schön. Der Ghoul hier könnte ein Problem werden, der ist nämlich wirklich stark. Aber ich denke, auch mit diesem Problem werden wir fertig. Sieht gut aus. So. Und wir gehen hier gleich mal in Position, um ein bisschen durch die Gegend zu heilen, was wahrscheinlich notwendig werden wird. Und dann laufen wir ganz schnell los und erledigen dieses Problem mit den Zwergen. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich mit den Zwergen. Das war so überhaupt nicht gedacht. Oha, du bist einer von den Untrainierten. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ich daran, dass du so unglaublich übel auf die Nuss kriegst, nutzlose Krücke. Man glaubt es nicht. Einmal pfeifen, immer pfeifen. Lebenspunkte. Oh oh. Das ist jetzt insofern schlecht für uns. Wo ist der Gegner jetzt aufgetaucht? Da gibt es ja nur noch eine Möglichkeit und die gefällt mir gar nicht.
Nee, auch nicht, auch nicht. Ich bin erstaunt, um nicht zu sagen verwundert. Denn hier kann ich den Feind nirgends erblicken. Also helft mir, wenn ihr es anders sehen solltet, aber ich weiß nicht, wo der sein soll. Wir sollten Truppen kaufen. Wir haben allerdings kein Geld. Was sehr bedauerlich ist. Wir könnten zwei Barbaren kaufen. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber vielleicht hilft's. Dann sind wir eine sehr gemixte Armee. Ich hätte lieber eine reine Fernkampfarmee gehabt. Aber man kann sich's nicht immer aussuchen. Und jetzt wüsste ich ja ums Verrecken schon gern, wo der sich rumtreibt. Ich schätze einfach mal, dass der hier irgendwo sitzt. Schauen wir mal. So. So, noch sind wir nicht im geringsten bedroht. Wir haben alles im Griff. Unsere Truppen werden geheilt, so wie sich's gehört. Wir richten das übliche Gemetzel am Feind an. Und bleiben ansonsten ganz entspannt. Der hier Forstmarsch jetzt bestimmt und okay. Ungewöhnlich, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Hätte gedacht, er wirft den Speer. Meistens tun sie das lieber, als irgendetwas anderes zu tun. So, wir machen hier einen lustigen Ausfallschritt zur Seite und heilen dann uns und schießen dann auf ihn. Und fertig ist die Laube. Wir haben wieder Eisen. Wir wissen allerdings immer noch nicht, wo dieser ominöse Gegner sitzen soll. Denn hier ist niemand. Wohin das Auge reicht, kein Feind. Unbegreiflich, unbegreiflich. Also lehrt mich eines Besseren, aber hier ist niemand. Gar niemand. Das ist der Punkt, der mir nicht einleuchtet. Tja, da verließen ihn die guten Ideen. Wir bauen hier mal üblich unsere Verteidigung. Ach, das funktioniert hier nicht, weil ist klar. Gut. Erkläre mir einer, wo der Feind sitzt. Ich begreife es nicht. Oh, oh. Das ist wieder unsere absolute Hasskombo. Das ist wieder ganz, ganz furchtbar für uns. Das sind die, die wir am wenigsten leiden können.
So, jetzt steht der natürlich auch noch im Wald. Das heißt, wir machen gar nicht genug. Doch, lustigerweise schon. Okay. Dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Wir werden gecursed, das war zu erwarten. Wir werden ein wenig von einem Goblin belästigt, der sowieso gleich flüchten wird. Aua. So. Wir werden wieder gecursed, das war nicht anders zu erwarten. Ja, das war unnötig. Hoffentlich kriegen wir jetzt irgendwie genügend Feuerkraft zusammen. Als allererstes alles der Reihe nach. So, und wir schießen jetzt gekonnt auf ihn. Das ist ein mutiger Zug. Mit einem Heiler einen Barbaren anzugreifen, das ist Mutter Teresa gegen Conan den Barbar. Kann man machen, muss man aber nicht. Der wird langsam lästig, wenn ich das mal sagen darf. Da müssen wir also langsam echt Gegenmaßnahmen ergreifen. Jetzt können wir den noch eine Runde kommen lassen. Oh, das könnte jetzt schlecht werden, wenn er auch schießt. Nee, hat er nicht. Böse! Geradezu hinterhältig. So, hier müssen wir auf jeden Fall Gegenmaßnahmen ergreifen. Ja, das ist im Rahmen dessen, was ich zu ertragen bereit bin. Wir heilen uns hier und dann stürzen wir uns mit allem, was wir haben, auf diese vorlaute Krücke hier. Erledigt. Geht doch. Man muss nur wollen und reden. Magic ist jetzt nicht unser Traum, aber okay. Dann nehmen wir doch glatt das und unsere Verteidigung und die Lebenspunkte und den Nahkampf und die Lebenspunkte und den Nahkampf. Und hier stürzen wir uns auch volles Rohr drauf. Da stellen wir auf jeden Fall jemanden hoch. Und hier unten stellen wir auch jemanden hin. Und dann stellen wir uns hier in Positur. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. So. Wir machen einen gelenken Schritt zur Seite und fangen gleich mal an. Wenn ich wirklich clever gewesen bin, gebe ich zu, hätte ich auf den da unten gefeuert. So klug war ich jetzt nicht. Scheint aber auch keine Katastrophe epischen Ausmaßes zu sein. So. Okay, das tat weh, war nicht nett, aber okay.
Friede im Land. Gut erkannt. Und fertig ist die Laube. Es sieht gut aus für uns. Schlecht für den Gegner. Was ich jetzt nicht hoffen will, dass der hier Force March und irgendwelchen Blödsinn macht. Nein, tut er nicht. Sehr zu unserer Freude. Sieht soweit alles okay aus. Aua! So, fangen wir unten an. Machen wir uns Raum. Und geschafft. Sehr schön. Command! Das freut uns doch. Sell the surplus food, arrange a festival. Excellent. Da ist der Feind. Wir haben ihn gefunden. Und wir haben ihn sogar mit dem richtigen Helden gefunden. Ist das nicht toll? So. Und weil es so schön war, was hat er jetzt mehr Platz? Ein Slot oben. Okay, gehen wir nochmal eins zurück. Und hier bauen wir noch was dazu, und zwar ein Storehouse. Können wir hier irgendwas zum aktuellen Geschehen beitragen? Nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich. Alles nicht wirklich wild. Nö, im Moment können wir nichts tun, was uns irgendwie wirklich helfen würde. Dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ich hoffe, ein Magier. Attack. Böse Welt, böse Welt. Schon wieder diese Mist-Abenteurer-Truppen. Also von denen wimmelt's echt und die kann ich am allerwenigsten leiden. Besonders, wenn man dann auch noch ausgerechnet die schwerste Einheit in eine Art Rollschuhritter verwandelt. Da kann ich ja mal gar nicht mit leben. Unverschämtheit. Unverschämtheit. So, Problem gelöst. Jetzt schauen wir mal. Also, du da oben machst gleich mal einen saumäßigen Abgang. Wer kann denn da was? So. Damit hier keine Schwulitäten aufkommen. Sehr schön. Oh, das ist gar nicht schön, weil der wird jetzt garantiert hier nach oben rennen. 1, 2, 3, bam. Okay, den zu heilen, der eh keine Moral hat, ist jetzt nicht die cleverste aller Alternativen. Aber so be it. Genau da wird der nämlich stehen bleiben. So, und damit jetzt hier kein Blödsinn aufkommt. Wie gut bist denn du? Du bist ziemlich gut. Aua.
Das ist mir jetzt relativ bums. Das ist mir nicht bums. Das ist sowas, ist nicht nett. Ja, Mai. Das fängt ja an, hier echt weh zu tun. Wie viel Schuss hast du noch? Keinen mehr. Du bist mir also egal. Wie viel Schuss hast du? Keinen mehr. Du bist mir also auch egal. Hooray, jetzt kann nur noch der hier was machen, nämlich indem er auf mich schießt. Das ist nicht nett, aber okay. Wir heilen uns, was sollen wir auch sonst tun? Und ansonsten ziehen wir uns hier mal fest zurück. So. Wie geht denn das? Wie genau hat der denn gerade eben schießen können? Ich dachte, der hat keine Munition mehr. Der wartet quasi immer eine Runde und lädt dann nach. Das gehört ja mal verboten. David gehört auch zu den Toten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Jetzt stellen wir uns lieber etwas zentral auf. Die Verwundeten bitte um den Heiler herum. Und die starken Flanken bitte schön. Danke. Okay, das darf man tun. Stört mich jetzt nicht entscheidend. Wir sehen zu, dass wir weiter heilen, was geht. Der ist Level 3, ist das jetzt nicht so die Bedrohung. Außer der Tatsache, dass er sich quasi gerade eine Viertelmillion Zombies zusammenholt. Aber auch das soll uns egal sein. Ach du Kacke. Wie viele hat denn der von diesen Dingern? Und der holt die auch noch in Stufe 5. Das gehört ja gemeingefährlich verboten. Es hagelt Untote, das ist ja unglaublich. Jetzt ist auch noch meine Waffe zerbrochen. Und das sind wirklich, wirklich, wirklich viele. Es ist geradezu unangenehm. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie in den Griff kriegen können. So. Die wissen, wie man Schaden macht. Das muss man ihnen lassen. Die Skelette sind einfach super Austeiler. Ich persönlich habe mich ja nie mit der Skelettarmee anfreunden können. Aber so vom Prinzip her sind das wirklich, wirklich schicke Einheiten. Sie gehen halt einfach zu schnell hops. Okay, wir werden jetzt gerade wild mit Feuerbällen beworfen, das überleben wir aber. Wir für unseren Teil sehen zu, dass wir unsere Truppen wieder in vorzeigbare Kondition kriegen. Er bläst sich selber. Das war jetzt nicht die klügste deiner Ideen, mein Freund. Weil ob bläst oder nicht, der Pfeil bleibt stecken. Sehr schön.
Wir schützen uns mal gegen Blödsinn, sorgen für unsere Verteidigung und ein feindlicher Scout. Sehr schön. Level 7. Und sehr gut ausgebildet, wie ich sehe. Fein, fein, nein, wirklich. Schön. So, Runde des Krieges. Darf ich euch zum Tanz bitten? Du bist ein Sauigel. Lehrt ihn die Axt zu schwingen. Sehr schön. Wenn der noch eine Armee dabei gehabt hätte, wäre das echt übel ausgegangen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich habe gerade seine Burg gefunden. Oder wie sehe ich das? Nein, das ist keine Burg. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, wir können hier noch Truppen kaufen. Wow, das ist mal teuer. Zwölf, das heißt, der kostet dann 24. Können wir uns das finanziell theoretisch leisten? Ja, können wir sogar. Dann hätten wir einen dabei, der richtig weit schießen kann. Gute Frage, das. Ich denke, wir nehmen noch einen davon. So. Und wir reparieren uns ein wenig. Müssen wir nicht einmal. Und dann machen wir noch was. Wir können uns gerade nicht weiter ausbauen. Wir bauen das hier, damit wir Minen bauen können. Was haben wir hier noch an schönen, geldbringenden Gebäuden? Hier haben wir noch feine Sachen. Aber ich denke, wir müssen gucken, dass wir ins Kampfgebiet kommen. Und zwar so schnell wie möglich. Sehr schön. So. Das war's dann aber auch schon wieder für heute. Ich freue mich fürs euer Zuschauen, ich freue mich für eure Begeisterung und ich freue mich, euch demnächst die nächste besiegte Insel vorzustellen. Als dann, bis dann.